Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Binding of Isaac Repentance in einer neuen Woche. Neue Woche, neues Glück. Es ist Montag. Wir werden uns nun mit einer Challenge beschäftigen. Ich hatte die schon mal angefangen. Nicht wundern. Ich habe die nicht abgebrochen, weil die Runde scheiße lief, sondern schlicht und ergreifend, weil ich vergessen habe, dass ich noch etwas zu essen im Ofen habe. Das klingt jetzt bescheuert, aber ist halt wirklich so. Wir spielen Darkness Falls. Und, so, Freunde, wir starten mit dem Curse of the Lost und Darkness Falls ist im Grunde eine der einfachsten Challenges. Wir starten mit einem 4-8-4er Base Damage, wir starten mit Eve, mit der Whore of Babylon, mit dem, mit Dark Matter, mit Pentagram und natürlich mit dem Razorblade. So, und das Razorblade ist genau das, worum es hier geht. Wir sollten halt gucken, dass, also es ist High Risk, es ist eine High Risk, High Reward Challenge. So, gehst hier rein, machst dir Damage. Also, du damagest dich selbst. So, und kriegst dadurch einen höheren Damage. Es gibt keine Itemräume, es gibt nur Shops und die Boss-Items. Wir haben hier auf dieser Ebene sage und schreibe bisher 4 Tinted Rocks gesehen und ich werde keinen einzigen davon kriegen, weil ich keine Bomben bekomme. Es ist Baby Plum. So. Wir versuchen, die Gegner immer mal zu fearen. Ja, bei Bossen ist es immer ein bisschen schwieriger, um dann einfach mal mit dem Sackdagger reinzurennen. Es ist der Latchkey, den nehmen wir mit. Kriegen wir nochmal 2 Schlüssel. Ich würde gerne nochmal gucken, ob wir vielleicht doch noch ein Bömpchen bekommen. Das wäre super lieb. Boah, das sind 2. Da ist der 3. Und da ist der 4. Das ist schon krass, wie viele Tinted Rocks es hier gibt und wie wenige Bomben wir haben. So. Hier haben wir ein schwarzes Herz. Ah ja, das ist mir lieber als das blaue. Haben wir hier vielleicht wenigstens eine Bombe drin? Nö. Haben wir nicht. Let's go. Dann gehen wir weiter in die nächste Ebene. Und ja, ganz viele Tinted Rocks, die wir nicht mitnehmen können, ne? Ganz viele Tinted Rocks, die wir nicht mitnehmen können. Und Kisten. Kisten, die wir nicht mitnehmen können. Weiter geht's. Wir wollen natürlich auch gucken, dass wir unsere roten Herzen loswerden, so schnell wie möglich. Also hier gleich ab in den Devil Deal. Aber erstmal, na, hier will euch noch nicht. Einer down und der nächste down. Sehr schön. Da kriegen wir die erste Bombe. Lohnt nicht. So. Hätte man natürlich auch anders machen können. Okay. Suche ich noch den Shop, ist die Frage. Mit 7 Münzen kann man das eigentlich mal machen, oder? Mit 8 Münzen kann man das noch mehr machen. So. Da haben wir den Shop. So, und ich glaube, unsere größte Stärke ist es hier, dass wir die Gegner vieren können und sie dann auch verfolgen können, mehr oder weniger. Wir haben hier die Member Card. Will ich die überhaupt haben? Nee. Nee. Muss nicht sein. Wenn wir jetzt noch irgendwie ein bisschen Geld zusammenbekommen, kann ich mir so holen, aber Member Card an für sich bringt uns ehrlich gesagt nicht so viel in dieser Challenge, weil wir ja sowieso eher darauf aus sind, die Challenge einfach nur zu schaffen. Und wir brauchen keine so krassen Extra-Items. Guck mal, the virus. Your computer is virus. So. Hier zum Beispiel würde ich gerne einmal sprengen, um mir die Kiste zu holen. Ah, ich habe drauf gegambelt, dass da vielleicht sogar der Super Secret Room ist. Ist er aber nicht. Immerhin. Risk Reward. Wir kriegen eine Bombe zurück. Wir gucken mal hier in den Secret Room, mit dem wir ebenfalls nichts anfangen können. Okay, auf zum Boss. Auf zum Boss. Ich könnte natürlich den hier noch machen. Oh. Pillen, Bombs-Aki. Shot Speed Up, Lockdown. Oh,
Leute, die Sache ist die, ich habe Probleme mit meinen Ohren gerade. So. Ja, ich hab immer irgendwas anderes. So, einmal einsetzen. Das war den kleinen Gegner. Und Pin würde ich gerne einfach nur mit dem Sackdagger töten. Sehr cool. So, wir nehmen das Tears Up mit. Und, oh, Gimpy ist tatsächlich sehr cool in dieser Challenge. Ja, das machen wir. Und das Book of Sin. Ich würde allerdings gerne das Razorblade behalten. Ich wollte nur eben einmal kurz meine Herzen komplett loswerden. So, falls wir jetzt nochmal ein HP abbekommen, dass ich mich wenigstens wieder runterdamagen kann. So, was haben wir denn hier drin? Ein HP ab, siehst du mal. Hier können wir nicht ran. Rosary Beat, warte mal, Rosary Beat ist doch auch erhöhte Chance für höhere Angel Room Chance. Das können wir sowieso vergessen. Fliegen, nur fliegen wäre jetzt schöner, Leute. So. Und das Schöne ist an der kompletten Challenge, wir brauchen nicht mehr zwingend irgendwelche Damage-Ups, weil wir machen guten Damage. Wir machen guten Damage bis Satan. Ich sag's euch, wie es ist. Du brauchst nicht mehr als ein etwa 8er Damage, um so einen Run zu schaffen. So, zumindest wenn es zu Blue Baby oder Satan geht. Natürlich, mehr ist mehr. Das weiß ich auch. Aber muss nicht zwingend. So. Let's go. Was haben wir hier? Bogo Bombs. Wir nehmen aber lieber das blaue Herz mit, weil auch hier mehr ist mehr. Nur weil wir viel Damage machen, heißt das nicht. Ich habe immer das Problem, wenn ich irgendwie viel Damage mache, in Anführungsstrichen viel Damage. Danke, Gimpy. Habe ich immer das Problem, dass ich kein Leben bekomme. Und dem will ich jetzt entgegenwirken. Zack, zack, zack. Und zack. Sackdagger. Play. Muss ja auch mal sein. Komm, auf zum Boss. Es ist Gurdi. Aua. So, und gegen Gurdi kämpfe ich gerne mit dem Sackdagger. So, habt ihr gesehen, wie schnell das jetzt ging? Ist eigentlich ganz nice. Oh, du musst auch noch down gehen. Wir kriegen einen Speed-Up. So. Wir hatten das Thema erst jetzt letztens bei uns auf dem Discord-Server. Es gibt tatsächlich Spieler, die können mit einem zu hohen Speed nicht umgehen. Jetzt zum Beispiel, ich habe eine 2er Speed. Ich finde das super angenehm. Weil ich jetzt genau weiß, dass ich allem ausweichen kann, dem ich ausweichen möchte. Natürlich kann es mal sein, dass ich dank meines Speeds einfach mal in einen Gegner reinrenne. Passiert aber eher seltener. Aber hier zum Beispiel. Hier hätte ich mit einem wenigeren Speed nicht ausweichen können. So. Okay. Let's go. Weiter geht's. Wie ist es bei euch? Was ist so für euch der beste Speed, den ihr haben könnt? Also ich sag ja immer, alles unter 1,2 ist Kacke. So. Wisst ihr, was jetzt cool wäre? Der Dark Bomb. Der Dark Bomb wäre jetzt cool. So. Let's go. Wir gehen mal hier rein. Oh. Oh. Love is in the air. So. Ich finde diesen, dieses Trinket echt toll. So. Okay. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Darkness Falls ist jetzt nicht unbedingt die schwerste Challenge. Da haben wir weitaus schwerere. Aber ich möchte halt mit was Positivem in diese Woche starten. So, und was Positives bedeutet für mich, dass wir auch eine Challenge machen, die ich
ganz okay finde, die ganz easy ist. So, Freunde, hier erstmal kurz ausweichen, den Zack-Dagger nutzen und zack. Weiter geht's. Nächste Ebene. Und ein Schlüssel. Gib mir mal einen ganz kurzen Moment. So. Let's go. So. Ich glaube, das war der erste Damage seit langem, den wir gefressen haben, ne? Was jetzt nicht schlimm ist. Chubb ist ja nicht der schlechteste oder der schwerste Gegner in der Hinsicht. Oh, das ist jetzt nice. Wisst ihr was? Ja. Eigentlich bin ich ja der Verfechter von, ey, ich will meine Tränen nicht kaputt machen. Ich will jetzt nicht unbedingt das Messer mitnehmen, wenn es nicht sein muss. Aber wisst ihr was? Doch, doch, genau das machen wir jetzt. Wir nehmen das Messer mit. Warum sollen wir es uns schwer machen? Warum sollen wir es uns schwer machen? So, what a horrible night to have a curse. Unser Damage ist wieder da. Und die Gegner sind weg. Und wir können jetzt noch mehr auf Nahkampf gehen. So. Let's go, der Hase. Speedrun wir diese Challenge. So. Let's go. Wenn man mal überlegt, was Gimpy eigentlich für ein Item ist, ne? Ich werde es jetzt hier nicht... Ich werde es jetzt hier nicht ausführen in diesem Video. Sagen wir einfach, es ist eine Maske für diverse Praktiken. So. Du und du und du. Da bin ich leider nicht rangekommen. Ja, also im Nachhinein wäre es vielleicht doch besser gewesen, nicht das Messer mitzunehmen. Wegen unserer eingeschränkten Range. So. Zack. Auf zum Boss. Es ist Brownie. Und Brownie hält nicht lange durch. Brownie hat wenig Armor. Ja, das war natürlich geplant. Was haben wir hier? Atame. Atame! Weiter geht's. So. The Moon. Wir können in den Secret Room. Sehr schön. Wir erhöhen mal unsere Deal-Chance, auch wenn's auf der Ebene ein bisschen kacke ist, weil wir mit höchster Wahrscheinlichkeit keine HP abbekommen für den Deal. Was aber ehrlich gesagt nicht schlimm ist, wenn wir uns mal angucken, wie viel Damage wir machen. So. Autschi. Autschi. Jetzt bloß nicht reinscheißen. Jetzt bloß nicht reinscheißen. Was haben wir hier? Ein Health Up. Nice. So viel zu dem Thema. Dass wir ja keine HP-Ups hier auf dieser Ebene bekommen. Oder eher unwahrscheinlich. So. Bin ich denn die Hall of Babylon noch? Ja. So, was haben wir hier? Shotspeeder. Wir können mal in den Secret Room reingucken, wenn er hier gewesen wäre. So. Da ist er aber nicht. Au. Au. Ich habe gerade ganz kurz nicht aufgepasst, was hier auf dem Bildschirm passiert. Das ist das Problem gewesen. So. Und natürlich sind wir von einer Sackgasse in die nächste gelaufen. So. Ja, kann auch gar nicht sein, das ist der Secret Room. Und wir waren vor allem schon drin.
Wir waren vor allem schon drin im Secret Room. So im Nachhinein. Zack, zack. Zack, zack. Einmal kurz das Feuer ausmachen. Und zack, zack. Waren wir schon im Shop? Wir waren schon im Shop. So, auf zu Mutti. So. Das Negativ. Contract from below. Und weil ich euch so lieb hab. Weil ich euch so lieb hab, gibt's den extra Content. Jetzt mal. Ein kleines bisschen früher. So. Dann gibt's einmal den Boss Rush für euch in einer Challenge, was dämlich ist, was ich weiß, dass es dämlich ist. Aber Leute, vergesst nicht, diesem Video ein... Oder auch nicht. Jetzt funktioniert's gerade einfach nicht. Ihr hört aber das Geräusch, ne? So. Okay. Na, vielleicht klappt's, wenn wir stillstehen und wenn... Aua. Danke, Gimpy. Leute, ich darf jetzt nicht reinscheißen. What the fuck? Was kriege ich denn für Damage heute? Bereut er es, dass er in den Boss Rush gegangen ist? Vielleicht ein bisschen. Stirb. So, und du stirbst bitte auch. Ah, easy. Easy. Easy, easy, easy. Wir dürfen das jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, nur weil wir das Messer haben und gut Damage machen. Wir müssten allerdings auch mal treffen, ist die Sache. Au! Ey, der kam jetzt aber auch wirklich plötzlich angerannt. Oder angesprungen. Mhm. Sehr schön. Na komm. Du-du. Du-du. So. Er sieht aus wie Tainted Lost. Jetzt müssen wir den anderen Gegner finden. Am besten ohne in ihn reinzurennen, war eigentlich mein Wunsch. Aber okay, dann nehmen wir halt einen Boneheart mit. Ach so. Ich habe mich gerade gewundert, warum es nicht weitergeht. Ist es War? Der beschissenste der Harbinger? Ja. Ja, okay. Nummer 14. Wir haben, by the way, nur Challenge-Gegner, bis auf die Engel. Und sowas, was es nicht als Challenge-Gegner gibt. Aber wir haben es geschafft. Wir nehmen den Bucket of Lard mit. Wir werden zwar jetzt ein bisschen langsamer dadurch, aber das ist okay. So, für den nächsten Devil Deal ist das ganz okay. Gib mir mal einen ganz kurzen Moment. Das war der ganz kurze Moment. So. Sehr schön. Erstmal damagen, damit wir mehr Schaden machen. Jetzt können wir das Herz einsammeln, weil jetzt behalten wir die Hall of Babylon. Zack, zack, zack. Und im nächsten Raum wieder zack. What a horrible night to have a curse. Und jetzt rennen wir einfach durch bis Satan. Wir rennen einfach durch bis Satan. Ich glaube, es ist nicht The Lamp. So.
du noch ein bisschen anpieksen. Ich wollte es cool machen, okay? Ich wollte es lustig machen. Ich wollte es lustig machen, hat nicht funktioniert. Alles cool. What a horrible night to have a curse. So. Immer mal einsammeln und wieder Damage machen. Das macht Damage im ganzen Raum? Okay. Beschissener Boss. Full Health ist eigentlich auch nicht so geil, aber okay. Weiter geht's. Einen Item raum, einen Boss brauchen wir. Ach, einen Devil Deal brauchen wir noch. So, wir machen uns wieder stärker. Sehr cool, weiter geht's. Charged Bagger brauchen wir nicht. Wir wollen hier nach oben. Damagen uns wieder. Nehmen wieder Herzen mit. Gehen wieder nach oben. Holen uns diese Kiste. Könnte ein HP-Up drin sein. Ist es nicht. Damagen uns wieder und damagen die Gegner damit auch. So, jetzt sollten wir es gerade mal nicht machen. Und hallo, Mutti. Das ging schnell. Der Lump of Coal. Wir hatten schon extra Content, Leute. So. Sheol. Und damagen. Forgotten Lullaby, ja, bringt mir nichts. Das Forgotten Lullaby bringt mir nichts. Nein, das tun wir nicht. Weil es dann sein kann, dass unsere Whore of Babylon weg ist, die uns drin Run ausmacht. Jetzt ist meine Frage, ist das das Zeichen? Das ist das Zeichen von Satan, was wir da drin haben, ne? Aua. Das war natürlich genauso geplant. Ich habe die Challenge, glaube ich, doch ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Hat er gerade ein weirdes Geräusch gemacht? Zack. So. Jetzt haben wir gerade keinen Damage gemacht, weil der Dingens-Effekt nicht triggert. Der, wie heißt's, der Effekt für das Negativ. Das war perfektes Timing. Gib mir mal das Herz. Und du bist down. Ein Schuss. Ein Schuss. Zack, das war die Challenge, Leute. The Rune of Daggers has appeared in the basement. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben. Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.